Hallo, lieber Days Gone Zocker. In diesem Video kümmern wir uns um die Westfield Horde. Ja, ist links von Iron Mikes Camp das Ganze zu finden. Hier ist parallel auch, sind hier auch Freaker-Nester, sechs Freaker-Nester. Ist jetzt in meinem Falle die erste Horde gewesen, auf die ich getroffen bin. Und ich möchte jetzt hier in dem Video einfach mal einen ganz, ganz einfachen Weg vorstellen, wie man hier die Horde eliminieren kann. Du wirst im weiteren Videoverlauf sehen, ich wurde hier auch nicht ein einziges Mal getroffen. Also ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz sicherer und stressfreier Weg. Ja. Zur Vorgehensweise, wie bin ich vorgegangen? Ich habe mich hier ins Gras gehockt, habe die ganze Zeit hier die Umgebung sondiert. Ich kann dir auch definitiv sagen, ich habe es hier sehr, sehr oft versucht, habe verschiedene Techniken versucht. Die Horde wird hier definitiv immer vorbeikommen an diesem Spot, an dieser Location. Ja? Also konzentriere dich hier einfach auf die Tankstelle, hock dich hier ins Gras und du siehst schon von hinten, wie die Horde ankommt. Warte einfach die ganze Zeit, ja? Behalte hier die Ruhe. Wie gesagt, wird definitiv hier immer vorbeikommen. Kann natürlich sein, dass du mal hier 2, 3, 4 Minuten warten musst an der Location. Aber ich denke, es lohnt sich, ja, gerade wenn du hier Probleme vielleicht mit Horden hast oder speziell mit dieser Horde, ist es hier, denke ich, sehr, sehr einfach, die Horde zu eliminieren mit dieser Vorgehensweise. Ja, also Schritt 1 war bei mir, ich habe die Horde erstmal hier mit Molotow-Cocktails bombardiert. Das Ganze startet jetzt gleich. Ja, Molotow-Cocktails sind sicherlich effektiv gegen Horden, denke ich. Also ist jetzt hier meine erste gewesen, meine erste Horde. Aber man kann natürlich nicht so viele Freaker eliminieren und schon gar nicht eine ganze Horde. Ja, es ist ganz gut, um die Horde so ein bisschen auszudüngen, aber um die Horde komplett zu besiegen oder zu eliminieren, reicht es natürlich nicht ansatzweise. Ja, du siehst, ein paar Freaker fangen hier an zu brennen. Also das ist definitiv hier schon mal ganz gut. Aber wie gesagt, reicht natürlich hier nicht das Ganze, um hier die komplette Horde auszulöschen. Ja, Schritt 2 startet jetzt. Ich hoffe, du wirst das auch haben, hier unten unter den ganzen Ablenkungsmanövern oder Ablenkungswaffen, da wo man auch den Stein findet, findest du den Attraktor. Ja, ist dann so ein Signal, was die Freaker immens schnell und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig alle auf einem Haufen dann anlockt. Ja, fühlen sich davon magisch angezogen, von dem Vibrieren bzw. von dem Piepen. Ja, den wirfst du hier links oder rechts, je nachdem. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, in relativ kurzer Distanz. Und dann habe ich hier die Rohrbombe ausgerüstet. Ja, und das knallt natürlich jetzt hier zum ersten Mal richtig rein. Da konnte ich jetzt hier eine Menge Freaker auf einem Haufen erledigen. Ja, ich habe jetzt hier in dem Falle zwei Rohrbomben benutzt. Und das Ganze wiederhole ich jetzt hier ein paar Meter rechts entfernt. Ja, habe ich deshalb gemacht. Ich habe dann einfach einen besseren Überblick, konnte die Freaker hier besser sehen. Dieser ganze Haufen, der hier schon links liegt. Ich würde dir auch empfehlen, etwas anderen Spot dann den nächsten Attraktor zu werfen. Und dann die gleiche Vorgehensweise. Behalte hier die Ruhe ein bisschen, warte, bis sich die ganzen Freaker versammelt haben. Ja. Und dann wirfst du hier auch noch eine Rohrbombe rein. Also ich habe jetzt hier in dem Falle drei Stück gebraucht. Als nächstes habe ich hier eine Rauchbombe gezündet. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach. Zum einen ist der Freaker mir hier, der eine relativ nah gekommen. Also du musst aufpassen, dass die Freaker nicht vor dir vorlaufen hier im Gras. Das ist mir ein, zweimal passiert. Ja, dann entdecken sie dich natürlich, dann ist schlecht. Und die Freaker sind jetzt hier natürlich erstmal ja, geblendet, benebelt, wie auch immer. Ja, sind jetzt hier wirklich nur noch ein paar Freaker. Also die Horde ist jetzt hier zu 98% letztendlich eliminiert. Ja, und dadurch, dass sie jetzt hier ein bisschen in Schockstarre sind durch die Rauchbombe, kann ich die letzten jetzt hier im Sneaking-Modus ganz, ganz einfach eliminieren. Ja. Jetzt schleiche ich mich hier an die letzten ran. Das ist jetzt hier, meine ich, der vorletzte Gegner. Der hat mich jetzt hier gesehen. Und jetzt habe ich hier noch einen im Rücken. Das ist jetzt hier in dem Falle der letzte Gegner. Und dann, wie Sie sehen, ist die komplette Horde erledigt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video weiterhelfen, gerade hier mit der Hordenbekämpfung. Hoffe ich, dass ich dir hier ein paar Tipps und Tricks an der Hand geben konnte, gerade hier für diese Horde. Abonniere meinen Kanal für weitere Days Gone Videos. Das war's von mir in diesem Sinne. Mach's gut, bis bald und tschüss.